Die Börse für 8, guten Abend. Schön wäre es ja, am Jahresende einen Strich ziehen zu können und alles wäre vergessen. Einfach auf Anfang. Dass das nicht geht, konnte man schnell merken. Handelsstreit, Brexit und Schuldenprobleme haben den Jahreswechsel schadlos überstanden. Das heißt, die Probleme sind immer noch da. Das erste Unternehmen, das das zu spüren bekommt, ist Apple. Die Geschäfte laufen nicht mehr so gut wie früher. Auch für die Zukunft sieht Apple-Chef Cook sein Unternehmen langsamer wachsen, als ursprünglich erwartet worden war. Die Schuld sieht er im Handelskonflikt der USA mit China. Wegen dieses Streits hätten die Chinesen weniger iPhones gekauft. Doch es gibt auch hausgemachte Probleme. Vor allem ist der Preis zu hoch. Die neuesten Smartphone-Modelle kosten über 1000 Dollar. Dazu macht der starke Dollar zu schaffen. Der macht das iPhone im Ausland noch teurer. Apple ist aber gerade von diesem Produkt abhängig. Das ist ein großes Problem, wenn das Flaggschiff iPhone nicht zieht. Das Weihnachtsgeschäft war ein Flop. Natürlich spielt China eine große Rolle. Das Land ist für Apple der drittwichtigste Markt. Die Konkurrenz aus China ist derweil immer mächtiger geworden, weltweit. Samsung aus Südkorea ist die unangefochtene Nummer 1 unter den Smartphone-Anbietern. Vor wenigen Wochen hat der chinesische Hersteller Huawei Apple von Platz 2 verdrängt. Hinter Apple folgen mit Xiaomi und Oppo zwei weitere Chinesen. Die sind zwar hierzulande noch nicht bekannt, aber in Asien ungeheuer erfolgreich. Alle chinesischen Hersteller haben gegenüber Apple einen entscheidenden Vorteil. Sie sind deutlich günstiger. Und das kommt den Kunden entgegen, die offensichtlich eine Schmerzgrenze bei den Preisen haben. Außerdem halten Smartphones inzwischen länger und die Kunden behalten sie auch länger. Es muss nicht mehr immer das neueste Modell sein. Und auch das hat seinen Grund. Die Telefonanbieter sind knauseriger geworden. Sie subventionieren die Telefone nicht mehr so stark wie früher. Alles in allem scheinen die rosigen Zeiten vorbei zu sein, für Mobilfunkhersteller im Allgemeinen und für Apple im Besonderen. Heute drückten die Nachrichten von Apple ganz allgemein auf die Kurse. Der deutsche Aktienindex zeigt sich am zweiten Handelstag des Jahres tiefrot. Der DAX verliert 1,5% auf 10.417 Punkte. Nach Neustart sieht das alles nicht aus. Die Probleme bleiben die alten. Machen Sie es gut.